Heute geht es wieder um das Thema Lasern und ich habe einen richtig coolen Tipp an euch. Thema heute, schwarz lasern. Wer kennt das Problem? Ihr lasert was auf ein Holzstück und es ist euch einfach zu hell und ihr möchtet es einfach schwarz oder richtig schön dunkel haben. Wie macht man es normalerweise? Also man lasert zweimal drüber, dann wird es dunkler, das Ganze, die ganze Gravur. Aber ist das Sinn und Zweck? Also für mich persönlich nicht, denn mir dauert es einfach zu lang, hier zweimal drüber zu lasern. Und aus diesem Grund schauen wir uns heute ein paar Hausmittelchen an, wo es funktionieren könnte, dunkler zu lasern und klären in diesem Video, ob es auch vielleicht Nachteile gibt. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und wir greifen heute das Thema dunkel oder beziehungsweise schwarz lasern einfach mal auf. Und das könnt ihr unten in die Kommentare gleich vorab alles mal reinballern. Und zwar, wer hat das gleiche Problem? Ihr graviert irgendwas und dann seid ihr enttäuscht, ja, das ist ein bisschen zu hell oder so. Jedes Material hat ja andere Einstellungen und dann ist es einfach zu hell und ihr wolltet das Ganze ein bisschen dunkler gelasert haben. Und das könnt ihr gerne mal unten reinballern und vor allem mit welchen Maschinen ihr das Ganze macht. CO2-Laser, Diodenlaser und so weiter und so fort. Und das wird mich alles mal vorab interessieren. Wie löst man normalerweise das Problem, wenn man es richtig dunkel haben will? Man fährt zweimal drüber. Ich habe jetzt euch ein Beispiel, das ist jetzt alles aber nur einmal drüber gefahren und zwar mit meinen Tricks, die ich euch vorstellen werde. Und zwar gleiches Holzstück und hier haben wir ein Toilettenschild und das ist jetzt so, ich sage jetzt mal ein bisschen bräunlicher. Bisschen heller, bisschen bräunlicher. Das gleiche Schild, gleiches Material, gleiche Einstellung und das Ganze ist dann gleich mal, ja ich sage jetzt mal, richtig schön dunkel geworden. Und ich hoffe, ihr könnt es auch hier ein bisschen erkennen, dass wir hier einfach eine andere Farbe haben, beziehungsweise einfach dunkler haben. Gut, ich habe hier mal was aufgebaut auf dem Tisch und zwar fünf Mittelchen. Das fünfte werde ich ein bisschen ausklammern, da kommen wir aber später einfach nochmal dazu. Und ich zeige euch jetzt erstmal, was ich hier aufgebaut habe und wie ich das Ganze angemixt habe. Denn wir müssen nämlich das Holz damit dann einfach einstreichen. Natürlich werde ich euch alle Produkte unten in der Videobeschreibung noch verlinken, aber die meisten werden das schon daheim haben. Fangen wir mit dem ersten Produkt an und zwar ist das einmal Jodsalz bzw. ganz normales Speisesalz könnt ihr auch verwenden. Die Mixtur in jedem Glas muss ich euch gleich mal dazu sagen und zwar macht ihr das Wasser bisschen warm, also es muss nicht kochen, aber es muss auf jeden Fall schön warm sein, damit sich das Ganze auflöst und ja, dann tut ihr zwei Esslöffel circa roundabout in so ein ganz normales Glas hier rein. Das sind so circa 330 Milliliter, ein bisschen weniger ist drin, also ist wahrscheinlich so 250, 280 Milliliter und tut da zwei Löffel, Esslöffel jeweils in das ganze Glas rein. So, dann kommen wir mal weiter zum zweiten Produkt und zwar das zweite Produkt ist dann hier auch das Kaiser Natron. Das werde ich euch, wie gesagt, unten auch nochmal verlinken. Da tut sie auch so zwei Esslöffel in das Glas rein. Aber wie gesagt, müsst ihr bedenken, es muss warm sein, das Wasser, damit es sich richtig auflöst. Denn das stand jetzt über Nacht in der kalten Werkstatt und hat sich dann hier ein bisschen unten wieder gebildet. Also werde ich das Ganze jetzt nochmal warm machen, bevor ich es auf das Holz aufstreiche. Drittes Produkt ist ganz einfach. Es ist ein reine Soda, Heidmann pur, werde ich jetzt hier benutzen. Aber es sollte einfach eine reine Soda sein. Das könnt ihr jetzt auch mal im Wasser auflösen. Und auch genauso hier. Das gilt an allen Produkten, dass ihr das Ganze warm machen müsst und dann auflösen müsst. Auch zwei Esslöffel. So, viertes Produkt und zwar haben wir hier ein Aktivnatron. Ich weiß jetzt nicht genau, was der Unterschied zwischen dem Kaisernatron und dem Aktivnatron. Da gibt es schon so ein bisschen Unterschiede, aber wir werden es trotzdem auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Jetzt kommen wir zum fünften Produkt, das ich aber für euch hier ausklammern werde und euch offiziell nicht empfehlen werde. Denn es hat nämlich einen Hintergrund. Das ist Borax. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Borax kennt. Borax ist aus einem Naturmineral gewonnenes Pulver, das zu 99,9% hier auch rein ist. Aber, jetzt kommt das große Aber. Dieses Borax, wenn man jetzt im Internet einfach mal googelt, dann, ich sage jetzt mal so, es ist in Deutschland seit 2009 nicht mehr erlaubt. Es ist ein Reinigungsmittel aus einem Mineral gewonnen. Und ist verboten. Aber, jetzt kommt das Aber, deshalb wollte ich es euch am Anfang gar nicht vorstellen. Habe ich mit dem Apotheker telefoniert, der hat dann nachgeschaut und er kann mir das ganze Borax ganz offiziell einfach bestellen und ich kann es ganz offiziell kaufen.
So, jetzt ist die Frage dahinter, wenn ich es jetzt ganz offiziell bestellen und kaufen kann, warum ist es dann verboten? Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen, denn dieses Borax ist auch in Nahrungsergänzungsmitteln drin. Zu 100%, nein, zu 99,9% rein. Es ist enthalten und das schlucke ich ja sogar. Also kann es dann verboten sein? Also deshalb ein Fragezeichen dahinter. Deshalb, wer das Ganze weiß und da ein bisschen mehr drüber weiß, der kann es gerne unten in die Kommentare auch noch zusätzlich reinschreiben, denn man lernt da nicht aus. Aber aus diesem Grund werde ich es euch jetzt hier, sage ich jetzt mal, nicht sagen, benutzt das einfach mal. Aber wir werden es trotzdem einfach jetzt mal probieren und ich bin jetzt gespannt auf die Ergebnisse. So, jetzt noch was ganz Wichtiges, Leute, und zwar Thema Sicherheit. Ihr wisst es selber, ich mache es in jedem in meinem Video, ein Laser ist kein Spielzeug. Jetzt in diesem Fall möchte ich euch noch was sagen dazu, und zwar, ich weiß es ja nicht, was entsteht, wenn man Salz verbrennt, Wasserdämpfe, oder wenn man Soda verbrennt, was da entsteht. Deshalb, es ist ein absolutes No-Go für euch, wenn ihr keine Absaugung habt oder ein Gehäuse, wo ihr praktisch den Laser verpackt und das Ganze dann absaugt, nach draußen transportiert oder filtert. Also lasst die Finger definitiv davon, weil wie gesagt, ich kann euch nicht sagen, was dabei entsteht, wenn man Naturmittel verbrennt. Wir werden zwei verschiedene Technologien verwenden. Wir werden einmal einen Diodenlaser nehmen, das ist der S1 von X-Tool. Da gibt es auch ein cooles Video drüber, schaut es euch mal an, werde ich euch hier oben verlinken. Und wir werden einen CO2-Laser benutzen, das ist der P2 von X-Tool, werde ich euch auch nochmal hier oben verlinken. Schaut es euch beide Videos mal an, sind beides coole Geräte. Gerade die CO2-Laser-Nutzer wissen eigentlich, dass es bei der Gravur, bei Holz, da ist es ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein bisschen heller wird da einfach gelasert. Von der Technologie einfach her. Und dort dunkler zu lasern, wäre doch eigentlich ganz cool. Und deshalb werden wir hier verschiedene Testkarten und Tests einfach mal mit den ganzen verschiedenen Materialien machen und werden das Ganze einfach mal probieren, wie dunkel wir was kriegen und ob es vielleicht auch Nachteile gibt. So, ich habe da mal was vorbereitet, verschiedene Testkarten, die ich hier habe. Und da werden wir jetzt unsere Sachen drauf. Ich habe sie schon beschriftet von hinten, dass ich nachher weiß, was es ist, wenn es trocken ist. Und da werden wir jetzt alles mal bestreichen. Und ich werde natürlich auch ein Testkärtchen Natur lassen, damit wir es vergleichen können. Und das werde ich mit den ganz gleichen Einstellungen alles komplett beim Dioden- und beim CO2-Laser lasern. Gut, wir werden das Ganze einfach einstreichen. Das heißt, ihr werdet da ein bisschen von der Flüssigkeit nehmen, wenn sie aufgelöst ist. Und werdet jetzt einfach die Oberfläche leicht einstreichen. Nicht zu viel und nicht zu wenig, dass es halt einfach passt, dass die Oberfläche gut bedeckt ist. Und ihr seht es gleich mal hier. Hier verändert sich die Holzfarbe. Seht ihr das gerade mal? Das wird bei diesem Soda relativ gelblich. Na gut, okay, wir werden es trotzdem mal probieren. Streichen wir das Ganze mal ein und lassen das Ganze trocknen und werden dann mit dem Lasern loslegen. Ich werde zwei Sachen drauf lasern und zwar einmal eine Grafik, also mein Logo werde ich drauf lasern und natürlich auch mal Schrift. So, fertig mit den Testkarten, alles richtig schön erledigt, richtig schön gelasert, hat gut funktioniert. Aber natürlich habt ihr jetzt gleich mal den aufmerksamen Zuschauer, der hat es schon gesehen, dass wir hier relative krasse Schmauchspuren haben. Und die werden wir jetzt dann gleich nochmal wegschleifen und werden das Ganze jetzt einfach nochmal besprechen, was am besten rausgekommen ist.
Ich habe die ganzen Karten jetzt mal hier aufgebaut und ihr seht schon diese Farbunterschiede, so ein bisschen ins Gelbliche rein. Manche sind auch ganz gut geworden, aber die Referenzkarte ist immer diese Naturkarte. Das heißt, dort habe ich nichts drauf gemacht. Dort bin ich direkt mit dem Diodenlaser auf das Holz draufgegangen, draufgelasert. Und diese beiden sind die Referenzkarten. Und ihr seht, es könnte ein bisschen dunkler sein beim CO2-Laser einfach. Gut, aber was man noch gesehen hatte, das seht ihr hier auf den ganzen Karten. Das sind die Original und nicht geschliffen. Das heißt, Schmauchspuren sind so gut wie keine dran bei diesen beiden Karten. Jetzt seht ihr aber zum Beispiel mal das Natron, dass wir dafür Schmauchspuren haben. Also es ist richtig schön dunkel geworden, aber wir haben Schmauchspuren und die werden wir natürlich jetzt erstmal wegschleifen. So, jetzt mal alles fertig geschliffen und mir fällt gleich am Anfang was auf. Also dieses Gelbliche, muss ich ganz ehrlich sein, das gefällt mir schon mal überhaupt nicht wirklich gut, weil ihr seht es jetzt gerade selber und zwar beim Diodenlaser kommt der Effekt jetzt nicht wirklich so krass rüber, aber ihr könnt es trotzdem mal versuchen, aber ihr seht es. Das Kaisernatron zum Beispiel, wenn ich das jetzt ein bisschen anschleife, das ist dann so checkig, genauso hier mit dem Soda und mit dem Natron aktiv. Hier auf der CO2-Seite ist es jetzt ein bisschen besser, muss ich sagen, da wird es nicht ganz so angeschliffen, aber es kommt einfach zu gelblich raus. Also für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es bei euch liegt, also dieses Checkige hier oben, das gefällt mir überhaupt nicht gut. Man müsste viel mehr schleifen und na, das fliegt bei mir alles komplett schon mal raus. Also Soda, Kaisernatron und das ist Natron selber, fliegt raus, obwohl es dieses Natron beim CO2-Laser doch ein bisschen besser ist, weil ich da ein bisschen weniger schleifen muss. Ich habe dort ein bisschen weniger Schmauchspuren als beim Diodenlaser. Aber wie gesagt, könnt ihr gerne einfach mal probieren, wie es bei euch rauskommt. Also für mich persönlich, ich denke mal, ihr seid genauso meiner Meinung, diese drei Varianten fliegen definitiv raus und es wäre Soda, Kaisernatron und Natron aktiv, fliegt bei mir raus. Und jetzt kommen wir zu diesen zwei Geschichten. Also, Natur seht ihr ja und ihr seht diese deutlichen Unterschiede, jetzt gerade beim CO2-Laser, was ich da hinbekomme. Was mir mega gut gefällt, muss ich sagen, also das kann ich euch ja so nicht empfehlen, weil es ja angeblich nicht erlaubt ist und gut, aber es kommt trotzdem schön raus. Da muss ich sagen, ist das Schleifen ganz einfach, da gibt man einfach ganz leicht mal drüber und schon ist der Schmauch weg. Aber was ich jetzt wirklich begeistert bin beim CO2-Laser, jetzt müsst ihr mal selber zugeben, das Salz, Speisesalz, das gefällt mir echt richtig gut. Schaut mal diesen Unterschied an, von Original auf das hier, wie toll wir hier einfach schwarz haben oder dunkel haben. Zwischen hell und dunkel, man sieht diesen Unterschied hoffentlich gut auf dem Video. Und müsst ihr das selber zugeben, beim Diodenlaser kommt es jetzt nicht ganz so krass unterschiedlich raus. Also ihr seht es gerade, ja, probiert es beim Diodenlaser trotzdem einfach mal aus. Vielleicht ist es ja bei euch ein bisschen besser. Aber beim CO2-Laser ein deutlicher Unterschied. Ich bin echt mal gespannt, was ihr da für eine Meinung drüber habt und könnt es gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Einen Test habe ich jetzt auch noch gemacht. Ich habe einen Speed- und Power-Test drauflaufen lassen. Natur, Salz und Borax. Und habe das Ganze aber nur allerdings auf dem CO2-Laser gemacht. Aber ihr seht jetzt einfach mal diese Unterschiede. Wir haben dieses Hellbraun bei Original und wir haben es zum Beispiel beim Salz, was mir wirklich echt super gut gefällt, wir haben hier deutliche Unterschiede von der Farbe her. Wir sind eher bei dem Salz so ins Dunkelbraune rein bis ins Schwarze und dort sind wir einfach im hellbraunen Bereich, im bräunlicher Bereich, so ins sehr dunkelbraune rein. Zwei Vorteile haben wir einfach mit diesem Borax und mit diesem Salz. Das Holz verfärbt sich nicht wirklich. Wir haben jetzt hier Erle, das waren ja die Toilettenschilder von vorher. Und nur mal in Nahaufnahme, dass ihr es auch mal seht. Das ist jetzt mit Salz behandelt worden, das ist unbehandelt. Und ihr seht diese Farbunterschiede. Also ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und wir sind deutlich dunkler hier als in diesem Bereich hier unbehandelt. Übrigens kennt ihr schon die ganzen anderen Laservideos, die ich mir gemacht habe. Da gibt es eine Playlist, da gibt es so viele andere Videos, Tipps und Tricks zum Lasern, zum Beispiel farbig lasern. Ist doch mal auch mega geil. Oder auf Metall gravieren und so weiter und so fort. Schaut's da einfach mal rein, auch ein Gehäusebau ist dabei, alles Mögliche. Jetzt noch was in eigener Sache, lasst doch bitte dem Video einen Daumen da und lasst ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und somit würdet ihr den Kanal Gipfelholz einfach unterstützen. Ihr könnt das Video auch gern teilen. Jetzt kommen wir aber mal zum Fazit. Ja,
Wir haben Nachteile, das habt ihr gesehen. Wir haben den Nachteil, dass wir mehr Schmauchspuren definitiv haben und dass es beim CO2-Laser ein bisschen besser funktioniert als beim Diodenlaser. Beim Diodenlaser sehe ich nicht ganz so große Unterschiede, aber es hat auch was mit dem Material zu tun. Also hier dieses, ich sage jetzt mal, Pappelsperrholz ist ja relativ weich, da kann ich mit dem Diodenlaser wirklich schwarz drauf lasern. Das ist überhaupt kein Stress. CO2 funktioniert echt mega. Dass es Schweizer wird, beim Diodenlaser eher weniger. Aber ihr müsst jetzt einfach mal bedenken, ihr habt bestimmt auch andere Oberflächen, härteres Holz oder sonst irgendwas, und wo der Diodenlaser vielleicht nicht auch ganz so dunkel lasern kann. Probiert es einfach mal aus, denn Salz hat ja bestimmt jeder mal daheim. Oder Borax, wie gesagt, das Borax kann ich ein bisschen ausklammern, aber es funktioniert ja ebenso gut mit Salz oder sogar teilweise ein bisschen besser. Das hat wahrscheinlich was mit diesem Natrium zu tun. Die anderen Sachen wie Natron und Soda, das fliegt einfach raus, weil wir da, das ist einfach zu gelblich. Man sieht es dann gleich, das ist einfach gelblich. Mir persönlich gefällt es nicht, aber ihr könnt es gerne auch mal ausprobieren. Und diese Ergebnisse könnt ihr mir gerne in den Kommentaren auch noch mitteilen, wenn ihr das Ganze ausprobiert habt. Wie gesagt, wer das nicht daheim hat, ich kann es auch noch unten in der Videobeschreibung euch diese Produkte nochmal verlinken. Apropos Schmauch, was ich vorhin gemeint habe. Habt ihr das gewusst, dass wir Schmauch auch relativ einfach, wenn wir Schmauchspuren haben, müssen wir teilweise auch gar nicht schleifen, je nachdem wie stark sie sind, können wir das Ganze mit Isopropanol abputzen. Also das müsst ihr auch mal probieren, wenn ihr Isopropanol daheim habt, wenn ihr einen Schmauch habt, auf ein schönes Baumwolltuch drauf oder auf ein Tuch drauf und das Ganze dann ein bisschen abreiben und schon ist der Schmauch eigentlich so gut wie verschwunden. Probiert auch mal das aus. So, jetzt sind wir am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Tipp gefallen. Teilt mir doch bitte die Ergebnisse mit, wenn ihr Ergebnisse habt und mit welchem Laser ihr das probiert habt. Würde mich echt interessieren, wie es bei euch rausgekommen ist. Lasst ein Abo da und vergesst dieses Video nicht zu teilen, kommentieren und abonnieren und die kleine Glocke nicht vergessen. Also, Leute, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Servus aus dem Allgäu.